Seid gegrüßt, meine lieben Freunde von A bis Z, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber Gerd Storland, hier vom Fischmarkt. Und hier werden wir jetzt, das habe ich mir überlegt, ein neues Haus für den Klabauter Klaus errichten. Jetzt muss ich mir nur noch mal kurz überlegen, woraus ich das mache. Das muss ja so ein bisschen klabauterig sein, damit er sich da drin auch wohlfühlt und uns dann hoffentlich bald die normalen Dorfbewohner wieder zurückgibt oder ihnen zumindest eine vernünftige Sprache beibringt. Und dazu muss ich eindeutig mal hier hinten her Zutaten sozusagen holen. Und zwar nehmen wir mal so verschiedenen Sand. Hier Bruchstein kann man hier rein. Dafür haben wir doch noch ein bisschen Moosing. Oh, der geht uns langsam aus. Komm, den nehme ich auch nicht ein, weil ich brauche auch nicht so viel. Ich wächst ein bisschen hier. Davon nehme ich mal ein paar mit. Und hiervon nochmal einen Satz. Und dann das, was ich in der Hand habe, das passt schon. Da geht's lang. Klabauter Klaus, ich baue dir ein kleines Haus. Dann bist du nicht mehr so gemein. Und lässt die netten Leute wieder raus. Hoffentlich. Gute Nacht. Ich kann nur nachts schlafen. Es ist aber noch nicht Nacht. Warum ist noch nicht Nacht? Leg dich endlich hin. Vielleicht noch ein Fischbrötchen vorher? Warte mal, jetzt muss ich den wieder zurückpacken, sonst... Andersrum. Einen muss ich rausholen. Oh, jetzt aber. Genau, den kann ich nämlich gleich hier oben... da, aufhängen. Und in den anderen müssen wir eigentlich gebratenen Lachs reinmachen. Aber den haben wir jetzt nicht zur Hand. Und deswegen... ab ins Wasser. Wo baue ich dem Klabauter Klaus sein Haus? Ich dachte mir, einerseits ist er dann näher bei uns und kann es nicht so ärgern. Kann ich auch immer zwischendurch Luft holen. Und andererseits würde er sich da bestimmt freuen, wenn er hier direkt bei uns am Hafen ein Haus kriegt. Und deswegen machen wir das hier. Ja. Direkt hier unter uns. Dann kann er auch immer, ist er nah bei Schiffen, wenn die kommen. Und kann dann mit denen eine Runde mitfahren, wenn er das will. Dass er uns da nicht piesacken muss in der Zeit. Ja, hab noch genug Luft. Kein Problem. Ich hol trotzdem mal schnell neue. Hier hat er noch die Abenteuerrutsche. Aber ein bisschen erweitere ich das, weil ein bisschen größer soll das ja doch werden, das Häuschen. Also nicht super groß, aber groß genug, dass sich der kleine Klabauter da drin wohlfühlt. Die sind ja nicht besonders groß, die Klabauter. Aber ich muss da ja zum Bau drinnen stehen können, deswegen wird das für ihn luxuriös groß. So, das ist doch hier schon mal eine ordentliche Grundfläche für ein Haus unter Wasser. Dann fangen wir doch mal an. Eckpfeiler. Kurz überlegen, wenn man hier so reinkommt, dann da. Und da. Und dann da. Und dann da. Oh, und die Musik klingt sehr positiv, als ob uns der kleine Klabauter hier vielleicht wohlgesonnen ist. Jetzt wird aber doch die Luft eng. Moment. So. Ja, ihr seht richtig. Ich will ein Haus aus Sand bauen.
Klingt nicht nur komisch, ist auch so. Also ist komisch. So, und auch der Fußboden kommt aus Sand, und zwar aus rotem Sand. Den kennt der Klabauter Klaus bestimmt noch nicht. Da wird er sich riesig drüber freuen. Das ist mal echt was anderes. Noch einmal snappen von die Lufte. Und decken von die Dache. Unterwasserbau ist echt was. Also, Powerplayer, mein Hut ab vor dir, der du da eine ganze Unterwasserstadt geschaffen hast, weil das ist, selbst mit einem Atmungshelm und wahrscheinlich auch mit hier Wasseraffenartigkeit oder wie das heißt, Affinität, ist das nicht leicht. Also, Hut ab, wirklich. Hier auch ein Luftloch? Nicht so richtig, ne? Au. Au. Uiuiui, ist ja schon gut. Aber der Klausi braucht doch sein Hausi. Schnelli. Was machen wir da jetzt für eine Decke rein? First things first. Ich tauche nochmal auf. Wo ist denn hier der Ausgang? Da, da und da. Hui. So. Dafür war ja das Glas da, was ich noch holen muss. Selber, selber lachen alle Kälber. Hier das mit den Fensterdingern, das mache ich auch noch. Waschak hätte das, glaube ich, auch vorgeschlagen. Ist nicht vergessen, dauert nur noch. Du musst der Bruchstein hier rein. Achso, und Beleuchtung braucht der Knabe natürlich auch. Pupsgesicht. Das war hier niedlich. Ich brauche noch einen dritten. Pupsgesicht. So, dann du kleines Pupsgesicht. Wir nehmen hellblau, davon haben wir noch eine Menge. So. Die sind voll. Ah, die Steaks sind total verwässert in meiner Tasche. Aus die Bahn. Wie unhöflich. Jetzt frage ich mich natürlich, kann man eigentlich unter Wasser ein Bett platzieren? Das müssen wir dann ausprobieren. Aber jetzt müssen wir erstmal hier vorne Glas einsetzen. Ach, Türen habe ich auch vergessen. Oh nein. Der ist verloren. Der auch. Ich sag ja, unter Wasser bauen ist nicht einfach. Wasser, so.
da muss ich mich auch konzentrieren und deswegen hört ihr schon, wie die barbarischen Gehirnzahnräder heiß laufen. Ein Kobold, wer da anderes behauptet. Also, dass ich was anderes hätte als Gehirnzellen. Und von Koboldwerk haben wir jetzt aber hier echt genug. Ihre Garstenhaftigkeit. Sagt man das so? So, warte mal, jetzt müssen wir hier natürlich so ein bisschen vor der Türbeleuchtung hinmachen, so. Veranda. Das Blöde ist, dass ich das jetzt in total gerade gemacht habe. Das heißt, wir machen ihm einfach eine Ecktischlampe hin. So. Pass auf, da freut er sich auch. Guck. Ist auf der einen Seite schön hell hier drin. Schöne Plankensitzbank. Ja, ich weiß. Einen kleinen Tisch. Ja, ich weiß doch. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Nee, im Wasser lässt sich kein Bett setzen. Schade. Es sei denn, ich lasse hier die Luft raus, aber also das Wasser raus. Aber das geht ja nicht, weil ein Klabauter braucht ja Wasser. Ich muss hier noch seinen Vorhof ein bisschen mit rotem Sand ergänzen. Und dann nochmal Türen reinbauen. Jetzt muss ich erstmal mal schlafen gehen. Und dann bin ich fertig mit Klabauter Klausens Haus. Und dann hoffe ich, dass ihm das wohl fällt. Und dann muss ich nur noch seinen Schnubbelschnatz finden. So, das nicht gebrauchte Material können wir gleich wieder wegräumen. Wir sind ja ordnungsbewusst. Auch wenn der Zusammenhang zwischen ordnungsbewusst und barbar irgendwie nicht so logisch klingt, ne? Haltet die Klappe, Leute. Das ist total logisch. Scheiben waren hier. Glasblöcke waren hier. Gefärbter Ton hier. Wir haben noch Teppich. Teppich. Sonst nur noch die Dinger und die Schilder. Humpf. So. Nehmen wir nochmal einen Rahmen mit, weil ich habe da nämlich so eine Idee. Passt mal auf. Und zwar, wo hatte ich das Buch denn abgelegt? Nee, hier nicht. Ah, hier. Da habe ich das abgelegt. Das haben wir jetzt rausgefunden. Mein Schnubbelschnatz war bunt und fein und war sehr komisch, klitzeklein. Er brachte mich stets sehr zum Lachen. Ist sein Beruf, dies auch zu machen? Ja, pass mal. Wer ist denn von Beruf ein Witzemacher? Das kann ein Possenreißer, ein Scherzkeks, ein Gaukler sein
oder eben ein Clown. Und klein und bunt und vielleicht auch lustig sind Clownfische. Ob sein Schnubbelschnatz vielleicht einfach ein Clownfisch war? Hier, der ist noch so gut wie neu, dieser Clownfisch. Den nehme ich einfach mal. Und ich habe die Türen schon wieder vergessen. Ah! Den hänge ich jetzt da mal hin. Und dann gucken wir mal, ob ihm das ausreicht. Ich hoffe es sehr, ich hoffe es sehr. Ich hoffe wirklich, dass das die Lösung sein könnte. Das war dann. Ich werde dann wieder rübergehen nach Hexenhafen. Deswegen kann ich auch gleich schon mal ein Bötchen mitnehmen, zwei Türen. Werde rübergehen nach Hexenhafen wieder. Und dort eine Weile weiterbauen. Und dann hoffe ich, dass ich, wenn ich zurückkomme, vielleicht Klabauterklaus mit dem, was wir gemacht haben, für ihn einverstanden ist und uns dann in Ruhe lässt. Das wäre jetzt meine große Hoffnung. Und die stirbt ja bekanntlich ganz am Ende, zum Schluss. Ganz zuletzt. Das Bötchen kann ich schon mal zu Wasser lassen. So. Wieder rein ins kühle Nass. Das sieht schon cool aus, wenn man hier angeschwommen kommt. Das ist überhaupt nicht irgendwie gleichmäßig hier reingebaut, sondern einfach mittendrin. Und das ist ja für Klabauter bestimmt auch ganz, ganz lustig. Wenn die Sachen nicht ordentlich sind, sondern halt eben so durcheinander. Und hier kann man sogar Luft holen. So, jetzt schaut mal. Jetzt hängen wir ihm hier. Da, mitten neben die Lampe. Hängen wir das Ding auf. Und da den Clownfisch rein. Und da das ein positiver Clownfisch ist, schwimmt er nach oben. Kurz wieder durchatmen, das geht hier nämlich auch. Dies ist das Haus vom Klabauter Klaus. Dies ist das Haus vom Klabauter Klaus. So, ich hoffe, lieber Klabauter Klaus, dass dieses Haus so dein Wohlgefallen findet und ich dir damit wieder gut gemacht habe, was ich kaputt gemacht habe. Du kannst jetzt hier einziehen und du hast deinen Clownfisch wieder, der hoffentlich dein Schnubbelschnatz war. Und ich hoffe, du machst mir jetzt bitte meine Dorfbewohner wieder nett. Ich kann das Geschimpfe nämlich nicht mehr ertragen. Ich übe mich in stiller Hoffnung und verspreche auch nie wieder etwas zu machen, was dir was zuleide tut. Und in diesem Sinne fahre ich wieder rüber hier zum Hexenhafen, zur Hexeninsel, um hier schon mal weiterzumachen. Und bremsen, bremsen, bremsen. Ah, falsche Richtung. Da lang, da lang, da lang. Brems, umdreh. Und kadunk. Gut gelandet. Jawohl, liebe Freunde. Also, von dieser Stelle da hinten ist die Hexenwacht. Hier ist der Hexenhafen. Hier geht's morgen weiter. Macht es gut. Tschüss.